Hallo liebe Sternenfreunde und ganz herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich werde euch durch die Konstellationen führen. Natürlich könnt ihr bei mir auch eine ganz persönliche Beratung buchen, wo ich mir die Zeit nehmen kann, auf euer individuelles Horoskop einzugehen. Dafür könnt ihr mich auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt oder auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr eine Beratung auch gewinnen. Wie das geht, dazu mehr am Schluss des Videos. Deswegen bleibt dran. Und die Gewinnerin aus der Verlosung im September ist Miriam Ostertag und wird jetzt unten im Video eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch, liebe Miriam. Bitte melde dich bei mir per Mail oder auf dem Kundentelefon, damit wir einen Termin vereinbaren können. Der Oktober bietet insgesamt eine Menge Anregungen und Aufregungen für unsere Liebesbeziehungen. Die Liebesplaneten Venus und Mars verbinden sich miteinander und bilden den ganzen Monat aufregende Aspekte, sodass viel prickelnde Liebesenergie und Flirtlust in der Luft liegen. Wir achten auf unser gutes Aussehen und wir treffen auf attraktive Menschen. Wir haben Spaß an kulturellen Veranstaltungen und wahrscheinlich viele Partys zur Auswahl, bei denen wir uns amüsieren können. Trotz des Herbstwetters wird es also zumindest gefühlsmäßig heiß und das bis in den November hinein. Zum Start in den Monat stehen Sonne, Merkur und Jupiter hier im Beziehungszeichen Waage. Und Venus und Mars stehen in der Jungfrau und bewegen sich aufeinander zu. Und das ist schon eine sehr heiße Liebeskonstellation. Wenn ihr euch einen Brückentag zum 3. Oktober hin freigenommen habt, werdet ihr die Zeit zu Beginn des Monats bestimmt ausgiebig genießen können. Obwohl, so mancher wird den einen oder anderen Kollegen vermissen, denn die Sterne begünstigen Flirts und Romanzen, die in Arbeitssituationen entstehen. Wenn man eng zusammenarbeitet und dabei vertraut miteinander umgeht, kann jetzt der Funke überspringen. Die Konstellation kann allerdings auch Konflikte am Arbeitsplatz begünstigen, bei denen es darum geht, wer welche Aufgaben erledigen soll. Aber das Problem kann man lösen, indem man die Kompetenzen ganz klar definiert und verteilt, sodass jeder seinen Teil beiträgt. Dann kann es eine Phase mit einer sehr produktiven und attraktiven Schaffenskraft werden. Übrigens können die Konstellationen auch begünstigen, dass man sich in jemand aus dem Gesundheitswesen verliebt, vielleicht den eigenen Arzt oder den Physiotherapeuten. Außerdem ist es eine tolle Zeit, um ein Fitnessprogramm zu beginnen und sich im Körper wohlzufühlen und sich der Gesundheit zu widmen. Das macht jetzt einfach Spaß und man hat viel Energie und man fühlt sich wohl dabei, sich in Form zu bringen und schön auszusehen. Der Höhepunkt wird dann zum Vollmond am 5. Oktober erreicht. Dann haben wir Venus und Mars hier in einer genauen Konjunktion. Und der Vollmond selbst findet auf der Beziehungsachse Widder, da steht der Mond dann, und Waage, wo natürlich dann die Sonne steht, statt. Und das heizt dann die Gefühle natürlich auch nochmal so richtig zusätzlich an. Wenn ihr also zu Vollmond nicht schlafen könnt, wisst ihr ja, was zu tun ist. Der Liebe dienen. Wenn ihr Single seid, habt ihr rund um diese Konstellation sehr schöne Flirtchancen oder ihr könnt diese Energie durch eine kreative Schaffenskraft ausleben, besonders wenn ihr künstlerisch tätig seid. Auch im Internet und auf Partnerportalen wird heftig geflirtet, denn wir haben diesen Monat die zweite Phase des Halbquadrats zwischen Romantikplanet Neptun und Internetplanet Uranus. Mit dieser Konstellation experimentiert man gerne mit Internetflirts. Leider ist das aber auch etwas gefährlich und kann Enttäuschungen mit sich bringen, weil die Leute sich ganz anders darstellen, als sie wirklich sind. Und das noch mehr, als das sowieso schon der Fall ist. Deshalb seid weiterhin vorsichtig, wenn ihr neue Leute über Datingportale oder auch über Social Media wie Facebook kennenlernt. Denkt an die 90-Tage-Regel. Eine neu begonnene Internetbeziehung solltet ihr euch erst dann unter die Haut gehen lassen, wenn 3 Monate des Kennenlernens vergangen sind. Einfach, um euer Herz zu schützen. Enttäuschungen stehen nämlich leider für die Zeit zwischen dem 6. und dem 11. dann auf dem Programm. Das ist eine kritische Phase der Ernüchterung, denn die Venus und später auch der Mars werden ins Quadrat zu Saturn und Lilith laufen und gleichzeitig dann auch der Merkur ins Quadrat zu Pluto. Das kann bedeuten, dass jemand, den wir anfangs unheimlich attraktiv fanden, auf einmal gar nicht mehr so anziehend wirkt
Und wir fragen uns, wieso wir diese Person mal so toll fanden. Mit Venus im Quadrat zu Saturn passiert es meistens, dass einer der Beteiligten plötzlich abkühlt oder keine Lust mehr auf gemeinsame Pläne hat. Eine neu begonnene Beziehung kann dann schon wieder zu einem Ende kommen, und zwar mit einem Gefühl der Enttäuschung und Bitterkeit. Wenn ihr in so eine Situation geratet, dann solltet ihr auf Abstand gehen, sodass beide Parteien Zeit haben, nochmal über alles nachzudenken. Wenn ihr versucht, um jeden Preis das Problem zu lösen oder an der Beziehung zu arbeiten, kann es passieren, dass ihr dabei nur auf Widerstand trefft. Das ist ein Aspekt der unerfüllten Erwartungen. Man hat sich auf etwas gefreut, aber der andere macht einen Rückzieher und man fühlt sich ungeliebt. Umgekehrt gilt natürlich auch, wenn ihr selbst eine Verabredung absagen wollt oder einen Plan ändern wollt, seid vorsichtig, denn euer Gegenüber könnte sehr enttäuscht und verletzt reagieren. Man neigt in der Zeit auch dazu, bei anderen die Schwächen zu sehen und verletzende Dinge zu sagen. Insgesamt ist es also eine Zeit, wo man selbst möglichst liebevoll und nachsichtig mit Menschen umgehen sollte, die man mag, oder umgekehrt versuchen sollte, nicht alles persönlich zu nehmen und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Am 10. Oktober haben wir dann die wichtigste Konstellation des Monats, denn dann geht der Jupiter ins Zeichen Skorpion, wo er dann bis zum 8. November 2018 bleibt. Das ist eine große Veränderung der Energie. Schaut euch doch dazu bitte auch mein Special über den Jupiter im Skorpion an. Es heißt, finde den verborgenen Schatz. Da gehe ich ausführlich auf die Konstellation ein, was sie mythologisch, seelisch und psychologisch und auch in finanzieller Hinsicht für unsere Beziehungen bedeutet. Jupiter im Zeichen Skorpion, das ist eine Kombination aus Mystik und Philosophie. Wir können das Empfinden haben, Wunder zu erleben, in der Liebe, aber auch auf unserem spirituellen Weg. Der Skorpion ist das Verborgene und Jupiter ist der Schatz, der Reichtum. Wir gehen also auf Schatzsuche, wir forschen, wir erkunden Geheimnisse, wir gehen Wege, die wir noch nie zuvor gegangen sind. Und wir können dabei etwas Wertvolles finden und ein Geheimnis enthüllen. Die Konstellation ist toll für Forschung und Recherche, wobei wir sowohl den Prozess des Erforschens selbst als auch das Ergebnis davon genießen können. Auch in der Liebe kann uns diese Konstellation weiterbringen, zum Beispiel durch ein neues Erleben von Tiefe und Verbindung in der Sexualität. Sie hat aber auch einen stark finanziellen Bezug, denn Jupiter ist ja einer der Geldplaneten und im Zeichen Skorpion geht es um gemeinsame Werte, aber auch um Schulden. Der Eintritt von Jupiter in den Skorpion im Oktober fällt erstmal mit einigen kritischen Konstellationen zusammen. Venus und Mars stehen hier in Spannung zu Saturn, zu Chiron, und auch Jupiter und Uranus stehen in Spannung. Und dann gibt es auch noch eine Spannung von der Sonne selbst und Merkur zu Pluto, der ja im Skorpion herrscht. Und deshalb kann es zu Beginn des Jupiter-Transits vielleicht erstmal wirklich Probleme rund um das Thema Geld geben, vor allem auch um Schulden und Kredite. Vielleicht hat in eurer Beziehung einer von beiden zu viel Geld ausgegeben oder sich mit einem Privatkredit einen Wunsch erfüllt, was nicht abgesprochen war und was euch nun teuer zu stehen kommt. Mein Rat wäre, bis Mitte Oktober sich erstmal nicht ums Geld zu streiten und sich zurückzuhalten mit riskanten Ausgaben oder Krediten, die auch die Beziehung betreffen. Ja, ab dem 14. Oktober gibt es dann wieder einen guten Aspekt, da wird die Stimmung wieder freundlicher, denn die Venus geht dann ins Zeichen Waage. Und damit beginnt eine gute Zeit, um unter Leute zu kommen, zu flirten und einfach Spaß in netter Gesellschaft zu haben. Und man kann sich wieder aussprechen und an die gemeinsame Finanzplanung herangehen. Das ist auch wichtig, denn mit Venus in der Waage haben wir Lust, etwas für unsere Schönheit zu tun und dafür auch Geld auszugeben. Vielleicht mal zum Friseur gehen oder sich einen Termin bei der Kosmetikerin gönnen oder einfach schöne Klamotten shoppen. Am besten zusammen mit Freundinnen. Der Wohlfühlfaktor steigt und wir haben ein gutes Händchen dafür, geschmackvolle, schöne Dinge für uns zu finden. Wobei wir um den 15. herum nochmal aufpassen müssen. Da haben wir eine Konstellation mit Exzentrikplanet Uranus und die kann es mit sich bringen, dass wir nervös werden. Der steht nämlich dann hier gegenüber von Merkur und dass wir dann vielleicht vorschnell und unüberlegt planen. In dieser Zeit kann es übrigens auch zu technischen Störungen kommen. Da sollten wir uns aber nicht ablenken lassen
Und dabei hilft uns dann wiederum Saturn, der in diesen Tagen nämlich ein gutes Trigon hier zu Uranus bildet und uns dann auch hilft, realistische Entscheidungen zu treffen. Am 17. Oktober haben wir dann die nächste wichtige Konstellation. Da wechselt der Merkur aus der Waage ins Zeichen Skorpion, verbindet sich dort mit Jupiter und dann haben wir am 19. den Neumond auf 26 Grad Waage, genau gegenüber von Uranus, sodass es zu Überraschungen kommt und dass sich starke Impulse für unsere Beziehungen ergeben. Und die können auch sehr aufrüttelnd wirken, je nachdem, was es ist. Der Partner könnte zum Beispiel etwas Unerwartetes tun, sodass Pläne geändert werden müssen. Es kann aber auch ein plötzlicher heißer Flirt sein. Insofern ist die Konstellation für Singles besonders spannend. Deswegen ist das Motto dieses Neumonds: Erwartet das Unerwartete. Seid offen für neue Ideen, Inspirationen, zukunftsgerichtetes Denken und neue Lösungen, die ihr bisher noch nie in Betracht gezogen hattet. Uranus verleiht dem Ganzen eine Note von Abenteuer, sodass man Lust bekommt, etwas Neues zu wagen und auszuprobieren. Und weil wir rund um den Neumond ja diese Verbindung von Merkur und Jupiter haben, ist es natürlich auch eine tolle Zeit, um darüber zu meditieren, was ihr mit dem Jupiter-Transit durch den Skorpion anfangen wollt und wie ihr diese tolle kosmische Energie am besten für euch nutzen könnt. Und dazu habe ich ganz viel erzählt in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. So, dann ganz wichtig, am 22. Oktober geht auch der Mars ins Zeichen Waage, sodass die Flirtstimmung wieder angeheizt wird und wir Lust haben, uns für unsere Beziehungen zu engagieren. Allerdings heißt Mars in der Waage auch, dass es zu Reibungen in der Partnerschaft kommen kann. Da geht es dann darum, wer sich durchsetzt, wer bekommt, was er will. Wobei das in der Waage oft nicht so direkt ausgesprochen wird. Man fragt dann ganz charmant: Liebling, wäre es nicht nett, dies oder jenes zu unternehmen? Aber in Wirklichkeit meint man: Ich will dies oder jenes unternehmen. Man möchte dann, dass der Partner das Gleiche will wie man selber oder noch besser, dass der Partner das, was man selber will, für einen tut. Es herrscht also eine gewisse manipulative Energie. Damit gehen wir am besten um, indem wir darauf achten, dass Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Außerdem empfiehlt es sich bei dieser Konstellation, wenn die Gemüter mal erhitzt sind, sich im Bett zu versöhnen. Herzhafter Sex ist immer gut, wenn Venus und Mars zusammenkommen. Und so lässt sich mancher Streit über diese Schiene wunderbar beilegen. Kommt in der Zeit bloß nicht auf die Idee, euren Partner durch Sexentzug oder Liebesentzug für etwas zu bestrafen. Das wäre jetzt genau der falsche Weg. Jetzt solltet ihr bereit sein, eure Klamotten abzuwerfen und die heiße Energie von Venus und Mars auf der erotischen Ebene auszuleben. Am 23. Oktober morgens geht die Sonne ins Zeichen Skorpion und trifft sich dort auch gleich mit Jupiter. Das ist ein neuer toller Impuls, um auf Schatzsuche zu gehen, im Inneren oder auch ganz praktisch im Alltag für alle, die gerne Schnäppchen jagen und gute Abschlüsse tätigen. Dann kommt nochmal eine kritische Phase. Ab dem 26. Oktober müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen, denn da haben wir einige Tage mit Venus und Pluto und da können Gefühle verletzt werden, besonders am 26. selber, wenn der Mond dann auch noch dabei ist. Zum Beispiel könntet ihr erkennen, dass ihr zwar mit jemandem ganz tollen Sex habt, aber dass das in der Beziehung so nicht funktionieren wird. Macht euch dann nicht verrückt und trefft nicht gleich eine endgültige Entscheidung. Damit würdet ihr jemandem wehtun und wahrscheinlich sogar euch selbst. Wartet dann erstmal ab. Anfang November bildet die Venus schöne Aspekte zu Glücksplanet Jupiter. Dann denkt ihr über diese Verbindung vielleicht schon wieder viel positiver. So, und dann haben wir noch sehr schöne Konstellationen zu Halloween am Dienstag, den 31. Oktober. Da starten wir also mit Mond Neptun, und was natürlich den spirituellen Gehalt dieses Festes betont. Denn Halloween hat ja seinen Ursprung im keltischen Samhain, dem wichtigsten Jahresfest der heidnischen Tradition der Göttin. Man nennt es auch das Hexenneujahr. Und in der kirchlichen Tradition ist daraus der Feiertag am 1. November geworden, der aller Seelen oder aller Heiligen heißt. Jedenfalls geht es bei diesem Fest um die Verbindung zu den Ahnen und zur Anderswelt. Der Mond steht hier mit Neptun in den Fischen und bildet einen Harmonieaspekt zu Merkur, der im Skorpion steht, und dann auch zu Jupiter und der Sonne im Skorpion.
Und der Skorpion ist ja traditionell für die Verbindung mit dem Jenseits auch zuständig, nicht? Achtes Haus, das okkulte Haus, Stirb- und Werdeprozesse, das ist also alles im Zeichen Skorpion ja vertreten. Und das sind ideale Voraussetzungen für alle, die zu diesem Anlass wirklich meditieren und die alte spirituelle Tradition pflegen wollen. Aber dann haben wir ja auch noch Sonne, Konjunktion, Jupiter und Venus und Mars im Flirtzeichen Waage. Und mit der Konstellation lässt es sich natürlich auch sehr gut feiern. Also für alle, die eine wilde Party feiern, die werden viel Spaß haben. Es könnte allerdings einen Dämpfer geben, weil nämlich der Mond gegen 22 Uhr in ein Quadrat hier zu Saturn läuft. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass das Wetter sehr, sehr hässlich wird und alle drinnen eng zusammenrücken müssen, was ja im November durchaus wahrscheinlich ist. Oder weil auch Chiron hier beteiligt ist, kann es bedeuten, dass wir vielleicht plötzlich Verantwortung für jemand Hilfloses übernehmen müssen. Zum Beispiel, weil die Person zu wild gefeiert, zu viel getrunken oder zu viele Drogen genommen hat. Doch je später der Abend wird, desto mehr lockert sich diese Konstellation wieder auf und es kann dann noch eine sehr heiße und schöne Halloween-Nacht werden. Das waren eure Sterne im Oktober. Die ausführliche Deutung für alle Sternzeichen findet ihr in meinen Sternzeichen-Videos mit euren Top-Tagen des Monats. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch natürlich sehr gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so könnt ihr teilnehmen. Postet mir hier einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch doch auf jeden Fall auch noch das Special an. Finde den verborgenen Schatz. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, natürlich auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.